Sprechstunde, der Talk auf Radio Q. Ja, es gibt in der Tat Schöneres. Ich glaube, du würdest das nicht machen, also du würdest nicht die ganze Nacht durcharbeiten, wenn es nicht unglaublich viel Bock machen würde. Und das hat es immer, von daher ging es. Und die Seminare in der Uni, es gab spannendere, es gab weniger spannende. Insgesamt fand ich mein Studium aber doch relativ spannend. Für mich persönlich ist es einfach, es ist genau das richtige Medium, mich mit sozialen Themen auseinanderzusetzen, das künstlerisch zu tun, das inhaltlich zu tun. Und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Ich bin am 20.06. mit ohne Gastarbeiter kein Baklava in Münster und freue mich da schon sehr drauf, nachdem ich auch mit Asylern schon in Münster war und sehr, sehr schöne Erinnerungen daran habe. Am 20.06. erwartet euch ein ziemlich vielfältiges Programm aus Film, Food und Poetry. Kurze Filmausschnitte, eine kleine Zeitreise in die 60er, 70er Jahre. Coole Poetry-Beiträge, Zeitzeugen, Interviews und natürlich, um das Ganze auch kulinarisch abzurunden, die ein oder anderen Snacks.